habe ich gesagt. Das. Okay. Ja, komm mal. Ah ja, hast du mir noch nicht. Wie viel Zeit? 3 Stunden. Okay. Gut, okay. So. Initiiert von der Uni Bayreuth, von Professor Hartmut Frank, Thema Integration der Gegensätze. Die Gegensätze sehen nur als Gegensätze aus, wenn wir aber tiefer schauen, aus jedem Gegensatz ist eine neue Entdeckung möglich. Aus Mann und Frau, die Gegensätze zwischen Mann und Frau. So, die Gegensätze, die können wir getrennt halten, als Gegensätze sehen. Oder die Gegensätze sind was Schönes, Wunderbares. In all unseren Gesellschaftsstrukturen sind Gegensätze immer ein Mysterium. Und wir wollen das heute als Wertschätzung für die Uni Bayreuth im Dienste der Wissenschaft, im Dienste der Wirtschaft mit Kunst zeigen, wie Gegensätze, wie unterschiedliche Künstler, wie unterschiedliche Menschen, ohne dass sie sich vorher getroffen haben, sich integrieren können und aus den unterschiedlichen Künsten was Neues erschaffen. Ich weiß auch nicht, was geschehen wird. Ja, ja, danke schön, Jeet. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns jetzt sehr, hier an der Maximilianstraße zu sein, vom Cheese Fondue. Das Cheese Fondue ist die Idee, Dinge zusammenzubringen, Welten zu verknüpfen, die im Alltag und in der normalen Welt getrennt sind. Die Idee ist einfach, jeder bringt seine Fähigkeiten mit. Jeder bringt seine Fähigkeiten mit und bringt es in den Pool. Und aus dem Pool können wir zusammen schöpfen und neue Kraft gewinnen, neue Perspektiven gewinnen. Die Käsestückchen kommen wie beim Cheese-Fondue in den großen Topf und da genießen wir nachher zusammen. Wir haben heute das Thema noch mitgebracht, wie können wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Hier sind versammelt Künstler, Wissenschaftler, Zukunftsforscher, Literaten, Menschen aus allen Bereichen, Berufen, allen Alters, und aus Männer und Frauen, Jugendliche, ältere Personen. Und wir wollen hier ganz spontan lernen, zusammenzuwirken, zusammen irgendeine gute Sache eigentlich auch für die Zukunft auf den Weg bringen. Dafür sind wir hier da und wir freuen uns jetzt hier, das Ganze eröffnen zu dürfen. Und natürlich noch eine Wertschätzung für die Gründer der Stadt. Einer dieser Gründer war natürlich Wilhelmine von Bayreuth, die jetzt auch gefeiert wird. Sie hat einfach so angefangen. Sie hat Künstler zusammengebracht. Die Künstler bewegen sich. In der Bewegung
entsteht was Neues, entsteht eine Stadt, entsteht eine neue Idee, entsteht die Wissenschaft und entsteht auch die Wirtschaft. Und die Wilhelmine, der Wilhelmine ist es auch gelungen, mit den Menschen zu arbeiten, mit den Menschen zu sein, mit den Menschen zu spielen. Sie war eine sehr weltoffene Frau, die eine Vorstellung hatte, wirklich auf dieser Erde Oasen zu schaffen, Oasen der Kunst, Oasen der Wissenschaft und die Welten zu verbinden. Und das wollen wir hier heute auch. Und Sie sind herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern, mit uns zu spielen, mit uns zu sprechen, mit uns das zu zelebrieren, was wir heute hier initiieren. Sie können eigene Ideen einbringen, eigene Anstöße, und kommen Sie einfach zu uns jetzt in die Gruppe, und ich denke, wir starten jetzt. Noch eine Wertschätzung für der Gründer dieser Idee von Cheese Fondue in Europa ist Professor Hartmut Frank. Wenn ein Mensch nicht anfängt, entsteht nichts. Und der Professor Hartmut Frank ist einfach der Initiator dieser Veranstaltung. Gut. So. Immer bevor die Kunst entsteht, bevor eine gute Idee entsteht, bevor ein gutes Essen entsteht, fängt immer die Stille an. Um was Neues zu erschaffen, ist immer stille Musik notwendig, bevor das Fest richtig starten kann. So aus der Stille entsteht alles. Wir haben auch eine wunderbare Tanzgruppe, und wir werden jetzt, ich weiß nicht, was passieren wird, ich werde alle Künstler, die hier gekommen sind, so integrieren. Sie haben noch nie zusammengespielt, einiges, aber ich tue das fast jeden Tag, und ich vertraue, dass die Kunst der Anfang der Wissenschaft ist. Bitte schön. Stille? Ja? Okay, Silenzium. Es fängt mit Silenzium an. Thank you.
Sich. Ohne Vorlage spielen sie zusammen, ohne etwas einstudiert zu haben. So wie unser Körper funktioniert, jeder hat eine Aufgabe, jeder weiß, wann er dran kommt. Thank you.
jetzt. Mit dem Wissen und der Weisheit der Vergangenheit und der Ahnen. Ich lade Sie ein, alle Meister der Kunst, alle Meister der Lebenskünste, jetzt hier mit mir. Und ich mit erschaffe in das Paradies. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie werden etwas verwundert sein. Das benötigt vielleicht ein bisschen Erklärung, aber es ist tatsächlich eine Aktivität der Universität Bayreuth. Ungewöhnlich wahrscheinlich. Wir sind eine moderne Universität. Und der Stadt Bayreuth. Und zwar mit dem Thema Integration der Gegensätze. Unser Leben ist voller Gegensätze. Und die verkraften wir manchmal nur mit großen Schmerzen. Wir sind hier in einem Forschungsprojekt, wie man damit fertig wird, die Gegensätze zu verbinden. Nicht die Gegensätze auszulöschen, sondern sie existieren zu lassen und sie zu verbinden. Die Gegensätze, die ja überall in unserem Leben immer wieder auftauchen zwischen Mann und Frau, zwischen dem Hiesigen und dem Fremden. Das ist für uns ein besonderes Anliegen, heute und hier auch dieses Thema zwischen dem Hiesigen und dem Fremden. Die Annahme des Hiesigen und des Fremden gleichzeitig, das uns bereichert. Das Fremde bereichert uns. Zu besprechen, auch in Form zum Beispiel eines Theaterstücks heute Abend um 18 Uhr im historischen Sitzungssaal des Alten Rathauses, geschrieben von Karl Gerassi, dem Erfinder oder Mitentwickler der Kontrazeptiva, der Antibabypille, wie das in Deutschland heißt, der nämlich dieses selbst miterlebt hat, als er 1938 als 15-Jähriger aus Wien, Jude, flüchten musste und dann in Amerika berühmt geworden ist, so wie wir damals viele bedeutende Wissenschaftler verloren haben. Und um das zu exemplifizieren, nicht anzuklagen, sondern darüber zu reflektieren und damit fertig zu werden, das ist die Aufgabe von diesem Stück Vier Juden auf dem Parnass, bei dem sogar der Kanzler der Universität Bayreuth eine der Rollen übernimmt. Wir laden Sie alle ein, das wird mit Sicherheit sehr interessant. Und alles, was Sie jetzt in Folge der nächsten anderthalb Stunde sehen, wird unter diesem Thema stehen. Und ich bin allen dankbar, die dazu beigetragen haben, insbesondere auch Marina, meine Frau. Ich hoffe, Sie beteiligen sich irgendwann im späteren Verlauf und erfreuen sich an dem, was uns die Künstler, die alle hier freiwillig gekommen sind, bieten. Inklusive Alec, der das ganz spontan entschieden hat. Danke.
So, Integration der Gegensätze aus Plus und Minus ist Strom entstanden. Magst du uns euch vorstellen? Ich bin Irina Prichotska, die Tanzlehrerin aus Weißrussland, und ich leite jetzt ein Projekt, Sozialtanzprojekt beim Caritas, das heißt Kolibri, und ich meine, Kolibri sind da. Und was bekommen wir durch diesen Tanz? Worauf soll die Aufmerksamkeit sein? Still sein, mit Tanzen, mit Freude? Das macht Spaß für uns, die Rokoko-Tänze tanzen, weil Bayreuth ist ein Rokoko-Stadt.